Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, im letzten Part waren wir auf großer Wüstentour, haben Sachen gefunden, aber nicht die Sachen, die wir gesucht haben. Dann beginnen wir heute mit dem Bau des Rucksacks. Oder sagen wir eher dem Zusammenfalten, Knoten, Nähen des Rucksacks. Wir brauchen Heu, also Weizen und Weizenkörner. Dann nehmen wir hier ein paar mit, so. Die Tiere füttern. Wir haben leider so wenig, aber wir haben ja da unten noch angepflanzt, dass es einfach nicht so schnell wächst. Ich könnte jetzt Knochenmehl oder so benutzen, aber ja. Geht leider nicht so gut. Ich benutze nicht mehr so gerne Knochenmehl, seitdem es so lang geht. Also mindestens drei, also manchmal drei Versuche brauchen und so. Aber wir sparen das lieber noch ein bisschen auf. So. Es ist wieder Nacht. Ich habe die Sachen von der Wüste schon mal in die Kisten gelegt, damit wir es nicht mehr machen müssen im Part. Ja, haben wir einige Sachen gefunden. Wir müssen aber hier hin. Und zwar haben wir hier noch Weizen. Aber ich möchte das hier noch anpflanzen. So. Ja, dann gehen wir jetzt. Also. Wir schauen jetzt erstmal nach, wie so ein Rucksack gemacht wird. Kann man so? Jo. Also ein kleiner ist da viel zu klein. Ich möchte schnell, glaube ich, schon ein großer. Ja, können wir machen. Ein großer ist mit gebundenes Leder. Das braucht man so. Da braucht man viel Fädendamm. Dachte ich mir auch. Ich will lieber einen finden. Also, tja. Wir haben so wenige Schnüre. Wir haben keine. Haben wir die irgendwo anders hingelegt? Cotton. Cotton Seed. Cotton. So. Das sind die, wo wir angepflanzt haben. Da haben wir wenigstens ein bisschen Fäden. Schon mal. Aber machen wir ein paar kleine. Und die Leder sind hier. So, da haben wir noch Fleisch. Ah ja, ein Farbstoff. Jetzt muss ich überlegen, Rosenstrauch. Kann man daraus Farbe machen? Natürlich nicht. Ja, ich will eigentlich nicht die Rosen benutzen. Margeriten. Gelber. Naja, benutzen wir die Rosen, ne? So. Jetzt haben wir sogar 8. Wir kommen 2 pro Ding über. So. Wir benutzen 3. Ja, 4. So. So haben wir zwar kein Leder mehr, aber dafür Platz. So, ja. Mal das. Nein, so. So. Und den Eichenholz benutzen. Die Werkbank lasse ich mal draußen. Das Eichenholz noch rein. Ja, später dann mehr rein. Dann gehen wir mal in eine Höhle und erkunden so eine Höhle, dass wir einen Spawner finden oder einfach Materialien. Und
Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir eine Höhle haben. Nicht die, die haben wir ja schon recht gut erkundet. Vor allem eine, die nicht so schwer ist, sozusagen. Wenn so viele Monster spawnen, dann ist es für jeden schwer. Also für ganz Profis nicht. Ja, im Kampfsystem bin ich nach diesen Jahren auch noch nicht so gut, dass ich sagen kann, ja, ich bin schon ziemlich ein Profi. Ich bin noch nicht ein Profi, auch weil ich es halt schwer habe zu steuern, durch die alte Tastatur und alte Maus, die nicht mehr alles so direkt kann. Nun gut. Aber eben, ich bin ja auch eher ein Gelegenheitsspieler, nicht ein totaler Suchthaufen, der die ganze Zeit Minecraft spielen muss. Oh, coole Hölle. Direkt mal Komatit. So, Fäden hätten wir jetzt wieder. Spinne kommt einfach nicht durch. Ah, da oben seid ihr. Hallo? Kommt mal runter, ihr Zombies. So. Das wäre eigentlich ein geiler Rohstoff für meine Villa. So ein bisschen gelblich. Das muss ich schauen. Siehst du, ja, man sieht es halt nicht. Man müsste es dann ja, in den Ofen tun, um es dann richtig, also zu sehen, wie es dann in Brickform auch aussieht. Müssen wir es noch verarbeiten. Das ist Blauschiefer, den haben wir ja schon gefunden. Ist leider nicht viel hier. Schade. Dann gehen wir in eine andere Höhle. Da ist Marble wieder. Marble finden wir recht viel, also da können wir richtig viel auch abbauen irgendwo. Das ist eine bunte Tramamete, aha. Okay. Dort ist, ja, das ist wahrscheinlich ja wieder so ein Wasserloch. Hallo? Ja, Wasserloch. Da ist eine Höhle. Nö. Mist. Ja, eben eine Höhle zu finden in Mods, in einem Modpack ist sehr schwer. Ein Zweig. Auf alles wurde geachtet. Ja, da können wir weit weggehen, weit weg, bis wir eine Höhle finden. Ah, macht dir das Spaß, höher, so richtig coole Höhlen zu haben. Vor der Vollversion wurde ja dann der Weltgenerator umgestaltet und dann waren nicht mehr so viele Höhlen. Dafür viel mehr Risse. Wieso gibt es viel mehr Risse als Höhlen? Naja. Weiter geht's. Da haben wir ein Loch. Cool, ein viereckiges Loch, zwei tief. Wow. So gibt es überhaupt so viele Seen. So kleine Tümpelchen. Das ist Wahnsinn. Da können wir schon wieder auf Erkundung gehen, weil wir einfach gezwungen sind, irgendwo eine Höhle zu finden. Wir hätten irgendwo anders hingehen sollen. Oh, roter Sand. Cool, einen roten Sand. Ja, lieber die Komatite mitnehmen.
Da haben wir auch nichts. Ja, wo haben wir denn sonst eine Höhle? Hm? Sag mir das mal. Eine bitte. Oh ja, die will ich töten, die will ich halt töten. Schwarze Rucksäcke machen. Schwarze Wolle. Einfach alles mit dem Farbstoff der... Ja, liebe nicht. Hey, des Chaos, des... des Pechs. Wir haben Rucksäcke schon aus Liebe. Aus totaler Liebe. Und wir müssen bald hoch. Komm, du noch. Ja, und geschafft. So, der. Und hier ist ein Fisch. Kleiner Fisch, der bringt mal gar nichts. So. Also, jetzt müssen wir eine Höhle finden. Wir haben noch mehr. Wir haben eine Höhle, eine Unterwasserhöhle. Oh cool, das ist mal geil. Ah, schleberischer Riss. Schleberische Action. Och. Feigling. So. Ja, das ist ein bisschen gefährlich hier. Gehen wir lieber wieder zurück und wieder weiter runter. So. Da schauen wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Recht viel Gänge. Wir müssen weiter runter. Unbedingt. Danke, aber leck bitte nicht. Also Lapis Lazuli. Ja, wir haben einen Rucksack. Dann haben wir auch Farbe. Habt ihr schon mal als Lapis Lazuli Farbe machen müssen? Also, ich muss färben müssen. Also ich denke mal für Wolle. Ich habe sehr gerne blaue Wolle gehabt. Aber seitdem nicht mehr. Ah, schwarzer Granit. Oh, schlebt die Farbe. So ein Badezimmer aus dem. Oh, das müssen wir in unser Haus installieren. So, also mal Sachen reinlegen. Ich tue jetzt mal noch nicht sortieren. Das geht mir sonst zu lange. So. Das reicht auch mal. Eben nur zu Testzwecken. Einfach mal mitnehmen. Grünschiefer. Testzwecken. Da haben wir Redstone. Das sieht so cool aus. Er sieht einfach cool aus mit dem Schwarzen. So. Dann. Da waren wir. Da waren wir noch nicht. Ja. Aber da fehlt es auch wieder zu den Fackeln. Schade. Ja, wir nehmen jetzt mal dieses Zeugs da noch nicht mit vom Computer Craft und Industrial Craft. Ich weiß nicht, ich glaube es ist, sind beide. Und die Erd-Setting. Und nur Industrial Craft und Computer Craft. Ist eher so Computer Zeugs nur. Naja. Ich kenne mich damit nicht aus. So. Da haben wir... Das ist aber... Diamant. Ist das nicht immer grün? Schwarzer Granit. Diamanterz.
Oh, und viel. Das ist mal cool. Dankeschön, Granit. Schwarzes Graniterz, dass du das so sichtbar machst. Naja, das hätten wir auch ohne natürlich gefunden. Aber einfach, weil es so richtig schnell reingestochen hat. Also, wer Obsidian braucht, hier haben wir. Kommt fast nicht vorwärts. Und hier ist wahrscheinlich auch nichts. Ja, es geht wieder nach oben. Dankeschön. Okay. Uranium, okay. Hier haben wir ein Creeper. Sieht geil aus. Sieht einfach nur geil aus. Das ist nicht da, wo wir am Anfang waren, nein. Aber eine Nebenschlucht. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Vor allem nicht dort, wo das Wasser immer durchfließt. Das ist nervig. Ah, hier ist noch eine Schlucht, oder? Ja. Ein Schleim irgendwo. Oh, wieder ein Skelett. Da unten irgendwo. Das Skelett hat uns ersperrt. So. Ja, wie wollen wir vorgehen? Einfach runter zum Skelett. Shit. Hallo, leck. Hallo, nicht so lecken. Gott, oh Gott. Was genau, ey? So leckt das jetzt gerade. Wird wieder also generiert. Gott, oh Gott. So. Und ich sehe jetzt die Skelette, die spawnen nicht. Rausgehen wieder rein. Okay. Ist cool irgendwie so ein Ding zu haben. Schwierigkeitsgrad. Ich müsste taktische vorgehen, das ist klar, aber ich wollte ja jetzt eigentlich mal da runter gehen und das Skelett töten. Später könnte man das mit dem Bogen machen, aber ja. Schon ist man in einer Falle, oder? Man will einfach ein bisschen Action haben oder so und dann hat man plötzlich schon die Probleme. Das geht immer so schnell. Level 27. Diamanten, okay. Kein Schleim mehr. War das wirklich nur der eine Schleim? Richtig komisch. So. Also noch mehr. Aber wegmachen. Und mit Wasser bitte. Oh. Das sneaky Skelett des Todes. Wie die Skelette schießen. Hey. So, noch mehr Diamanten. Noch mehr. Und? Yay. Ja, alle. Cool, cool. Also, dann bedanke mich fürs Schauen. Es wird richtig spannend hier in der Höhe. Bei so vielen Monster.
Und im nächsten Part geht's weiter. Bis dann. Tschüss.